Ich? Hab ich den Greif verpasst? War da ein Greif? Also in dem Ladeding oder was? Hä, was mache ich hier gerade? Ich sehe nichts. Ich drücke nur Leertaste. Das muss die Höhle von Top sein. Von wem? Ich sollte hineingehen. Hä, von wem die... Warte, was machen wir gerade? Ich bin nur noch nicht da. Ich habe gerade angemacht. Wir machen doch jetzt nicht einfach eine Quest. Einfach so. Ja gut, machen wir halt einfach so eine Quest. Ach, für Deke, natürlich. Für Deke mache ich alles. Tops, die Wette gilt. Oh, Inuyasha war wirklich mega toll. Kagome. Und Ryoga? Oh, den habe ich geliebt. Und Chippo. Wie hieß er nochmal? Der kleine Fuchsdämon. Oh Gott, das war so schön. Und Flieg durch die Zeit, das Lied war so schön. Ein Geheimnis in dir ist zum Leben erwacht. Warum sind hier so viele Spinnen? Lumos. Ach so, weil es eine Spinnenhöhle ist. Chat, aufpassen, wir werden jetzt sehr viele Spinnen sehen, denke ich. Falls jemand Spinnenphobiker ist, dann sagen euch die Mods Bescheid, wenn es vorbei ist. Ja. Das macht irgendwie Sinn. Ja, ne? Kannst du bitte... Lumos. Danke. Oh Gott. Aber es sieht so gut aus. Ja, sag mal. Haben die ein Update gehabt? Die Grafik sieht nochmal besser aus. Oder habe ich zu lange nicht gespielt? Incendio! Oh, Nasekitzel. Oh. Gladius. Nein, falsch. Lumos. Danke. Warum ist hier ein Blutegel? Tops, du hast eine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Seamus? Seamus? Doch Seamus haben die immer genannt. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Ja, Lurker. Laut den Schildern gibt es da Spinnen. Nein! Nein! Oh, ich hätte gern... Also, ich hätte gern von Hermine den Stab, von Luna und von Ginny auch. Und von Snape. Ich liebe Snape. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzlichen Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Ja! Lass uns Tops retten. Revelio. Ich meine, dann haben wir zwei Hauselfen. Zwei Hauselfen sind besser als keiner. Tops! Dick schickt mich. Bist du hier drin? Tops klingt schon komisch. Ida! Lumos. Ah. Potato! Stupor! Hä, Leute, ich war noch nicht so weit. Stupor! Muss das sein? Confringo! Oh, die sind so nervig. Warte mal, die ist Stufe 29. Hallo, Missy. Stufe 29. Wieso soll ich... Hä? Die sind ein bisschen drüber, oder nicht? Warte, muss ich da weiter? Ich gehe in die andere Richtung erstmal. Also, kann ich nicht im Hocken, okay. Ich kann im Hocken nicht zaubern. Incendio. Die verweigert sich. Im Stehen wohl auch nicht. Nee, scheinbar auch nicht im Stehen. Incendio war sehr unfeurig, vor allem. Achso. Incendio. Warte, da war gerade ein Gegner. Confringo. Hallo. Hallo, Freunde. Pindo. Spelliamus.
Achso, ich bin ja Stufe 28. Warum ist 29 dann rot? Ii! Oh Gott! Oh, schön! Oh, schön! Oh, das war mal hübsch. Man geht da nur eine Flamme an bei diesen langen Vorträgen. Den Zauberstab jetzt aufladen? Ja, für 500 Euro. Warte, was hat sie? Harry Potter. Also Harry Potter Lego Adventskalender, Mini Bobblehead, Sniffler. Poster von Hogwarts Express, Leuchtschiff von 9 Dreiviertel, Keksdose aus Glas von Hogwarts. Schön. Schön. 2023, ich würde trotzdem zum Rasierer raten oder der Geschirr. Riesigen Staubsauger. Weil ich glaube, da hätten wir. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Revelio. Mann, ich will nicht weitergehen. Also, es kann ja nur lustig werden. Was ist da? Achso. Jetzt mach doch mal. Einfach töten. Ich lese halt immer Kreuzspinnenbot. Echt, jedes Mal lese ich Kreuzspinnenbot und denke mir so. Revelio. Confringo. Hallo, Tani. Oh, schöne Grüße in den Urlaub. Ich hoffe, du hast eine sehr schöne Zeit. Kurz, ich spiele Legacy nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Incendio. Confringo. Hä? Warum hat er denn nicht getroffen? Der Zauber. Was war mit der los? Die halten so viel aus, die nerven. Oh, ich hasse Spinnen als Gegner. Ich habe keine Spinnenphobie. Also wirklich überhaupt nicht. Also ich hasse Weberknechte, weil die so... Ich hasse Krabbeln. Okay, also ich mag Spinnen auch nicht. Wenn ich irgendwas sich krabbeln... Also wenn irgendwas so krabbelt, ja? Dann juckt's mich. Dann schüttelt's mich so richtig. Und wenn was auf mir krabbelt, dann fange ich an hysterisch zu kreischen, okay? Aber es ist mir egal, ob es eine Spinne ist. Aber ich habe Höhenangst. Die habe ich. Incendio. Protego. Achso, das waren die schon. Mann, diese Ihr Unholde. Ihr Unholde! Stupa. Wie 6 Spinnenbeine, 20 Spinnen geklopft und 3 Beine. Ja, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ich erinnere mich an sowas, ja. Der anonyme Höhenangstperson. Sind wir dann so anonym? Ein 8-fach Visier, ja, das auf jeden Fall. Ich würde auch ein 2-fach fürs Erste nehmen. Wäre besser als nichts, ne? Boah, ich habe gar keinen Bock auf die fette Riesenspinne. Die Kleinen sind schon so nervig. Ich meine, die können buddeln, die können das, die können dies, die können alles. Ja, und hier kommen die jetzt runter, ne? Echt nicht? Okay. Aber es ist schon krass gemacht. Hui! Ah. Confringo! Was bist du? Geh weg! Stirb! Stirb! Okay, alles gut. Stirb! Du ekliges Vieh! Die da hinten nervt mich. Sterb leise. Incendio, Protego, Confringo, Expelliarmus. Stopp, du fällst da runter. Kindo,
Expelliarmus! Oh. Okay, mir geht's gut. Audio-Input, ich weiß nicht. Wäre schön, würde mir helfen. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Ach, es gibt Spinnen. Revelio. Na, Gott sei Dank sagt mir da jemand... Warum leuchtet das? Auf zu leuchten. Incendio. Spinnen. Ja, hier gibt's Spinnen. Ich habe noch keine gesehen, aber mal gucken. Ja, klebe bestimmt bald. Könnt ihr aufhören, einfach an mir zu vorbeizukrabbeln? Ich krieg da irgendwie Aggression, ich weiß auch nicht. Also ich setze übrigens Spinnen immer nach draußen, okay? Ich töte keine Spinnen. Ich setze sie. Also hier töte ich natürlich Spinnen, aber. Also eigentlich setze ich die immer lieb nach draußen. Beine sind einfach zu viel. Ja. Mücken, nee. Schnaken und Weberknechte. Die sind eklig. Oh, danke. Wie viele Beine hast du bekommen? Ich bekomme nur Fangzähne irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh. Die wollten nur spielen. Ja, also falls du auf meine HP-Leiste geachtet hast, die wollte nicht nur spielen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Die wollte eindeutig mehr als nur spielen. Also. Incendio. Ach, von da kam ich. Okay, alles gut. Nee, da kam ich. Hä, da kann ich gar nicht herge. Kam ich daher? Nee, da kam ich her. Wo kam ich? Bin ich? Okay, hier ist eine Kiste. Das war schon mal ein guter Anlauf, ja? Das war schon mal ein guter Anlauf. Das dumme Spinnennetz immer. Incendio.
noch eins? Ein Hintern gegrapscht? Ja, also nicht nur ein Hintern, würde ich sagen. Sag mal, okay, ich komme hier nicht raus, weil sie trifft nicht von der Seite. Also. Jetzt aber. Also dann kam ich ja von da. Dann gibt's ja nur noch hier. Ich bin wieder, also ich habe mich wieder orientiert. Nee, Scope hilft bei der auch nichts. Nein, der lebt aber noch. Atmet der? Der lebt noch. Der ist noch nicht verwest, der lebt noch. Nein, ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Der lebt noch. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss. Armer Tops. Nein, du lebst noch. Gelassen mit den Spinnen. Komm mit. Wow. Nee, der sieht doch noch gut aus. Oh, wollte ich nicht. Der sieht doch noch gut aus. Incendio. Seht ihr? Der hat noch Selbstheilungskräfte. Wenn der tot wäre, hätte er die nicht mehr. Rebellio. Ab in den Schnappsack. Gute Idee. Kein Tierwesen im Visier. Na gut. Wenn ihr halt so Lumos sein wollt. Und hier soll ich jetzt runter, ja? Ich habe nicht mal gesehen, dass das Wasser war. Warte mal. Muss ich... Rebellio. Da lang oder da lang? Ich glaube nicht hier lang. Boah, wie viel Geld. Danke, Tops. Blutegelsaft, ey. Warum? Warum bin ich so? Lumos. Oh, kommt. Eure Mutti ist tot. Ihr könnt jetzt gehen. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Gott sei Dank. Hä, hey, dann war Tops ja fast draußen. Da hätte das auch noch schaffen können. Das Isolde baden. Oh Gott. Den kannte ich noch nicht. Isolde baden kann die noch nicht. Kaputte Socke. Ja, ja, reicht. Klamotten sind Klamotten. Eine zweite Mutti. Nein. Nein. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Wo bin ich? Ich muss ja wahrscheinlich in den Raum der Wünsche. Dann gehen wir mal in den Raum der Wünsche. Um deine Produktion zu erhöhen, was bin ich? Diek? Oh. Erstmal looten. Aber ich brauche euch gar nicht so viel Malvenkraut. Wofür denn? So viele Prüfungen Merlins gibt es halt auch nicht. Ich mag enge Räume doch nicht so. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Wow. Ah, ich habe keinen Bock auf Tränke. Gib mir Heiltränke, das reicht. Ich bin aus der Höhle zurück, Diek. Putz, putz, Nase. Wunderbar. Diek hofft, Sie haben Tops von Diek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Diek.
Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Dick befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Dick und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Dick wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Dick ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Dick wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Lass die Sache hinter dir. Lass die Sache hinter dir ist jetzt nicht so... Also ihr seht es nicht so gut, aber also da steht's. Nehme ich jetzt lieber nicht. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund Dick. Danke, Sie sind sehr freundlich. Dick braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Nö. Jetzt gibt es Flügel, wow. Auf FDP. Also wenn FDP heißen würde, nur Produktion zu erhöhen, dann wären die nett. Achso, du bist auch fertig. Ich habe zu viele Tränke, ich muss irgendwas anderes machen. Was mache ich denn? Ich nehme einfach den zweiten. Och nein, die guck nicht so... Genau, putz dir den Kummer vom Herzen. Kannst du bitte auch... Hallo? Kannst du aufhören? Steine hier? Hallo? Ihr seht das, oder? Der macht es dreckig. Kannst du bitte den Besen erstmal draußen aus... schlagen oder so? Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Wir haben drei, aber gut. Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Danke, Dick. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ich hätte es gerne natürlich und erdverbunden. Hervorragend. Ich mach das dreckig, damit er sauber machen kann. Ja, gut. So, wir machen jetzt hier mal hell, ja? Damit wir wieder wach werden, so. Ist aber schon hell. Also. Wir gehen kurz unsere Tierwesenchen. Was ist mit den Haaren los? Besuchen. Hallo? Leute? Also. Hallo. Ich brauche die Bürste. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum und gebe allen die Bürste. Es klingt immer, als ob ich pupsen würde, süß. Was süß hier. So, putzen. 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 Und die Fupa. Ich will die Fupa. Die Fupa. Will ich gerne mit Knuddelmuffs kreuzen. Da kann nur was Süßes rauskommen. Oh, du was zu fressen. Du was zu fressen. Also, hey, ja. Hallo, Janu. Das ist schon Split rumfliegt. Der hat es ja mit Absicht gemacht. Der hat ihn ja rumgeschmissen. Ups. Du fressen. Ich wollte eigentlich mit dir, aber gut. Du fressen! So, lass mich mal alle... Warte, du hast auch noch nichts zu essen. Ja, hier bitte. Entschuldigung, wer hat noch Abgaben zu tätigen? Hallo, du hast noch nichts zu essen. So, gib mir das. Hast kein Tierwesen im Visier? Hä? Also du hast was für mich. Wieso fütter ich's? Danke. Nein, Mann, du. Hä? Jetzt. Danke. Hier ist schon was zu essen. So. Dankeschön.
Ja, das passt schon. Wir haben ein bisschen was gekriegt. Die heißen Knuddelmuff, Mann. Jetzt, also... Möbel oder Pflanzentische platzieren. Keine Ahnung. Ich kann es mal probieren. Also, weiß ich jetzt nicht. Wälzer und Schriftrollen, Hogwarts Legacy. Okay, wir versuchen es. Hogsmeade, das ist meine erste. Wälzer und Schriftrollen, also... Dick findet, sie sollten stolz. Ja, ja, ich bin mega stolz auf mich jetzt bestimmt. Ja. Mach dir mal fleißig eure Hausaufgaben, wir Loser. Wir spielen erstmal Harvest Moon. Ja. Ja. Geht's nach Hogsmeade. So. Aus dem Weg jetzt! Hallo. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Was dumm, Komposter. Kleine Topf braut regelmäßig einen zufälligen Trank, das ist auch cool. Aber das war jetzt hier nicht, oder? Ich sehe hier nur fast Pflanztisch, aber also den würde ich mal kaufen, den Tierwesen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Die liebsten Spielzeuge, ich nehme die mal mit. Also ich glaube, ich nehme mal den Hüpfenden. Wo ist er? Da. Hüpfender Topf nehme ich mit. Mit drei mittelgroßen Töpfen. All deine Brauwünsche zu erfüllen. Schneidestation. Ich nehme die aber auch mal mit. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. Und dann reicht's auch wieder. Ja, ja, du mich auch. Tschüss. Lassen Sie mich wissen, wenn ich ja, ja, tschüss. Stock mal deinen Laden auf. Bitte nicht rennen. Hallo? Ich renne, wann ich will. Das ist meine Schule. Ein Kaktus in der Tasse ist auch hübsch. Warte, wo bin ich? Da wollte ich doch gar nicht hin. nochmal, Raum der Wünsche. Erst durch eine Quest, scheinbar. Wir sind halt noch Noobs. Oh. Wir sind halt noch absolute Noobs. Also, wir haben jetzt, ich weiß nicht, welchen ich will. Ich glaube, den da will. Obwohl, nee, der sieht so kaputt aus. Warte, wir machen erstmal die Farbe natürlich, ne? Und dann... Nee, ich glaube, ich finde den am schönsten. Der ist simpel und schön. Du kommst mal dahin. Ach, der macht das wirklich einfach von selbst. Das finde ich schön.
Dann haben wir wissenschaftlicher Dungkomposter. Probieren wir einfach mal. Schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, also hat schon echt viel Schönes. Also hat echt sehr viel Schönes und wird bestimmt auch sehr fantastisch riechen. Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ich bin ultra stolz. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Der steht einfach... Ich lasse den jetzt hier stehen. Der sieht gut aus da. Okay. Jetzt nochmal, ne? Der Tierwesenfütterer. Oh. Ich würde den dahin tun. Wir brauchen mehr Platz. Yep. Ich meine, wir haben ja noch ein Ding, aber... Ich würde den gerne an die Wand. Dann machen wir den halt da drüben irgendwo an die Wand. Passt schon. Wie viel habe ich denn? Brauche ich noch einen? Wieso kann ich hier die Farben nicht ändern? Ich stelle jetzt erstmal dahin. Was kann ich damit machen? Weg. Bademöhre ist Gott sei Dank gerade nicht da. Da kann sich Bademöhre auch nicht beschweren. Ah. Hippogreif. Garnknäuel. Oh, Mondball. Ach so, danke. Mondkälbers, ich habe hier einen Mond für euch. Ja. Oh. Upsili. Ich versuch's mal. Los, Mondkälber. Mondkalb, Sieg und Sieg. Ja. Ja. ja! Oh, aber das zweite will nicht mitspielen. Okay, naja. Oh Gott. Oh Gott, wie das, auch wie das so abbremst. Das ist so niedlich. Du schaffst das! Ja! Die haben sich halt echt viel Mühe gegeben mit den Animationen, ne? Oh Mann, ich will das andere ausprobieren, aber ich kann dem doch jetzt den Spaß nicht nehmen. Ach, bist du schon fertig? Okay, danke. Dann gucken wir jetzt noch was anderem. Wobei, ich könnte einfach mehrere hinstellen. Ich bin ja nicht so herzlos. Ihr kriegt einfach jeder eins. Also für jede Spezies gibt's eins. Ja. Budget für diese Art Gegenstand erreicht? Ach so. Dann halt nicht, okay. Ich wollte halt mich gut um meine Tiere kümmern. Aber dann halt nicht. Niffler. Den haben wir nicht hier. Rotzball, Knuddel. Ja, die Niffler sind schon süß. Knuddelmups.
Ich hab hier Rotze für euch. Oh, die Rotze rollt aber nicht so schnell. Hey, Leute, hier. Gott, ist das so doof. Ja, das bin ich. Ah, soll ich mitspielen? Okay. Ich kann auch rollen. Haha, meiner. Okay. Nächster. Siri-Crawl haben wir noch nicht. Ein Quaffle, ernsthaft? Okay. Jobberknolz, wo seid ihr? Das ist nicht deiner Knuddelmuff. Jobberknolz. Ach, da. Hey, Sparkly Jobberknoll, ne? Ey, nur weil der shiny ist, denkt er... Hä? Was? Jetzt spielt der Fupa damit? Ich dachte, das war für Jobberknolls gewesen und für Phoenix. Ja. Nächster. Ach nee, auch Fupa, okay. Kniesel... Hippogreif, Einhorn. Okay, wir müssen ins andere Ding. Ich will ein Einhorn haben. Deek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ich finde, Deek sollte die Klappe halten. Ich habe viel mehr zu... Nee, das ist der Ausgang. Wo... Ah, da oben. Okay. Mach's gut, Meg. Let's go. Wir haben ja, also, das ist wichtig, dass es unseren Tieren gut geht, nicht wahr? Ja, vielleicht hier so. Okay. Und dann natürlich hier so. Echt nicht. Okay. Hippogreif. Fertig! Los, lass ihn sterben! Putz dich kurz. Für dich ist der Knochenhaufen, ne? So, du noch und du noch. Dankeschön. Hey, warte mal! Achso, du hast mir deinen schon gegeben, alles gut. Mit einem Knuddelmuff. Was habt ihr mit eurem Knuffelmuff? Hast du immer noch nicht gegessen? Du sollst essen. Natürlich brauchst du wieder eine Extrawurst, ne? Hier. So, können wir jetzt nochmal mit dem Ding spielen?
gehe ja schon aus dem Weg. Aber du stößt ihn ja nur um. Ich dachte, du greifst ihn so richtig an. Also. Echt nicht? Du bist nicht so verspielt, kann das sein? Gut. Ich meine, Wolkenschwinger hat es versucht. Testralchen, komm her. Hier. So spielt man. Ja. Der kann mit den Hinterbeinen trippeln, sie. Klang hier. Oh. Ist halt so liebevoll alles. Okay, für den Niffler haben wir noch. Hier die Goldkugel. Ha. Niffler, ich hab Gold für dich. Leviosa. Niffler hier. Holzo. Niffler. Jetzt guck doch da! Oh. Oh Gott, ich könnte hier... brauchen wir die Hauptquest noch? Brauchen wir überhaupt Quests? Das Spiel ist doch einfach nur Tiere bespaßen, oder? Was ist dieses Quest? Oh, wie süß. Oh Gott, ist so umgefallen. Oh, mach noch mal den Umfaller. Nee, der Ball. Du bist so süß. Du bist schon niedlich. Niffler, kommst du noch mal her? Ja. Hallo. Spiel mit dem Ball jetzt. Ja, perfekt. Oh. Oh, oh Gott. Oh, die sind alle so niedlich. Es ist... Okay, wir gehen. Wir machen weiter. Wir brauchen ja... Also, wir müssen ja die Quest machen, damit wir breeden können, ne? Hat er baut... Wenn du eine Alia Plus... Nein. Nein, da habe ich ja nichts von. Ist ja schon mein goldener Ball. So, was haben wir denn noch für Quests? Also, wir müssen ja auch bedenken, wir haben noch gar nicht alle Tierwesen. Das heißt, wir müssen in der Welt noch rumkommen. Das verlorene Kind. Ich will nicht mit Nati. Ich muss aber mit Nati. Dann treffen wir uns halt mit Nati. Schon wieder da. Vasenmanöver. Zauberstabgriff, okay. Also ich will nicht mit Nati, deswegen, also let's go. Wo gehen wir da hin? Iron Day, da waren wir ja noch gar nicht. Was sind hier für Tierchen? Fupas. Berüchtigter Gegner. Astronomie, Alter. Das ist eigentlich voll gut. Hier ist auch noch eine Buchseite. Wir gehen das jetzt einfach mal hier ab. Die Quest ist Tiere bespaßen. Ja. Babykreis machen. Ja, und halt Knuddelmupfse mit Mondkälbern. Ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? So. Ja, hübschi.
So, da es eh Nacht ist, würde ich sagen, wir gehen als erstes zu dem Altar. Wo war der? Hier, das war doch der Altar, oder nicht? Wir gehen da mal hin. Oh. Hä, wo habe ich denn den Marker gesetzt? Okay, fast. So, schön. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Wir können nur nachts benutzt werden. Warum falle ich runter? Wo bin ich? Lass mich doch nicht runterfallen. Hallo, jetzt flieg doch mal. Also, mit Besen ist einfacher. Altar. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Ja, was ist es gerade? Tags oder was? Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Sag mal, hörst du... Habe ich ihn hier durchfallen. Aber was? Es ist doch Nacht. Oh. Wie ist es so? Warte mal. So. Ich brauche da so ein Dreier-Ding. Ach so, ach, oh, mit der Maus kann ich noch bewegen, okay. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. So. Ich bin hier Zündaussetzer. Ja. Gut, das war's schon. Ich meine, der Rest sollte. Ich drücke immer Shift 2 statt Tab 2. Okay, also, dann würde ich sagen. Das, war das der Fupa-Bau? Wieso kann ich es nicht angucken? Dirika, die haben wir auch noch nicht. Let's go. Flieg! Flieg, du bist frei. Boah, die Musik darf rein, ne? Also das ist schon schön, ne? Also das ist auch wert, dass man da ein bisschen schwieriger hat mit, also fliegen. Oh, hier ist auch noch ein Merlins-Ding. Wir kommen nie irgendwo. Flieg, du bist frei, nehme ich mit. Ja. Also der Besen ist aber schon einfacher. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Also ich sag mal, wie es ist, der Besen ist einfacher. Der Besen ist definitiv einfacher. Oh nein. Oh nein. Oh nein, was kommt hier? Ja gut, es geht ja. Das ist ja okay. Da sind Bubbel-Dubbels. Revelio. Also, wir haben hier einen Kasten, wir haben da einen Kasten und da drüben einen Kasten. Hier sind die ersten. Lumos. Wir müssen dann nur ein bisschen außen rumlaufen, dass wir nicht klettern müssen. Aber wo geht? So. Dann haben wir den ersten Kasten. Oh. Wir liegen ja frei gerade oben. Ja, was für Längsstrecken. Genau. Längsstrecken. Langstreckenflüge. Ja. Ich glaube, ich werde auch wieder, also für die kurzen hier mal von Quest zu Quest tingeln, eher wieder auf. Also die da hinten sind schon ein bisschen buggy, oder? Lumos. Naja, gut. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Revelio. Wo ist der andere? Oh, das auf jeden Fall eine Kiste. Lumos.
Kiste. Ich sehe nichts. Hier ist Zeug. Hier wuchert's. War da direkt an dem Ding vielleicht? Ich gehe jetzt mal da den längeren Weg. Ja, da ist er, ich sehe ihn. Ich habe eigentlich extra die weit weggenommen, damit, also mit dem weit weg, damit ich hier nicht so weit gehen muss. Hat sich jetzt nicht wirklich rentiert, aber gut. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Nein. Die Wurats sind ja auch so süß. Die Wurats sind auch süß. Paar die Glühwürmchen dann. Dann sollen die mal ihren Spaß haben.